ganz neu, was von der 2CVA, neu gegründet, unser CW-Clan. Ja. Oder eher gesagt, der aktivere Clan. Und die haben uns mal ein paar Gefechte aus ihrem Bollwerk dagelassen. Aber mal gucken, was die Jungs so leisten. Oh. Waren sehr, sehr heavy, Quatsch, sehr leichtlastig. Ja, die Karte ist groß. Jetzt denke ich, mit ihren Scouts relativ viel aufdecken, glaube ich. Da hatten sie ein bisschen Glück mit dem Matchmaking, dass sie die Karte gekriegt haben. Waren mit den Heavys aus dem Medium. Wer ist denn bei denen momentan hier im Feldkommandant gewesen in dem Gefecht? Also wie ist verstanden, der Paui eigentlich? Paui hat geleitet, okay. Ja. Auch selten. Ja, und ich glaube, Paui macht das schon ordentlich. Ja. Ich habe immer nur zugehört. Ich bin dann meistens nicht mitgefahren, weil alles voll war. Ja, Paui leidet. Man pinkt ja. Wir müssen jetzt natürlich versuchen, irgendwie die Autolader bei denen ein bisschen rauszukriegen. Oder rauszukriegen, wo die hinfahren. 250-100, das ist schon. Sind zwei IS-3 raus. Licht haben sie ja mehr jetzt noch eigentlich. Also jetzt. Nicht was aufgehen. Ja, sieht fast so aus, als hätten die sich hinten irgendwo eingekämmt, der Gegner. Mal schön die Feuerlinie hier gemacht. Ja. Sollte eigentlich jeder treffen, der, wenn jemand um die Ecke kommt, dort vorne. Oh, leid. Oh. Sehr schön. Ein Leid weg. Das ist ein okay, die ist 3 gepusht, die pushen auf der anderen Seite. Jetzt sieht er die restlichen, die hinter ihm stehen, ab, okay. Das ist für den Gegner natürlich jetzt auch schwer, weil jetzt anzugreifen, Highlight haben sie schon verloren. Licht fehlt. Da jetzt auf der freien Fläche vorzudrücken, wird auch sehr riskant für den Gegner. Ja, die Frage ist, wo sind die 50-100? Die waren ja noch nicht offen. Bis jetzt waren nur die IS-3 offen. Fehlt noch ein IS-3 und ein Light. Kann das sein, die fahren jetzt hier mit ihren IS-3 gleich in die 50-100 rein. Ja, das sollte man das Scout schon aufgemacht haben. Ja, eigentlich schon. 35er, okay. Ah, der Gegner spielt das sehr passiv. Der ist ja vorsichtig, so. Ja, muss ja. Bleibt ihnen ja nicht viel über, weil das Licht ist nur auf unserer Seite. Ja. Na, so wie es aussieht, will er dann die Letzte durch die Mitte schicken auf den 32er. Wie er gerade gepinkt hat, oder zumindest ein Light, okay.
Ja, die müssen jetzt irgendwie zusehen, dass sie die zwei dort oben rauskriegen. Die stehen eigentlich recht gut dort drin, also das stelle ich mir schwierig vor, so. Zumindest von der Position, auf der sie jetzt stehen. Wartet jetzt wahrscheinlich darauf, dass der Gegner irgendeinen Fehler macht, nehme ich mal an. Wäre natürlich jetzt schön, wenn sie den 54 Leiter noch rauskriegen würden. Aber das ist schwierig. Wobei ich jetzt sagen muss, ich mag Mo überhaupt nicht. Auch im Random nicht. Ja, nee, das neue Mo ist nicht schön. Dann lieber dann doch wirklich das alte Mo. Ein bisschen mehr Spaß gemacht. Ja, ich finde das hier zu schlauchartig. Du hast ja viel zu viele einzelne Wege, wo du schon weißt, die fahren wahrscheinlich dort lang, die kommen dort lang. Ja. Du hast auch keine große Auswahl, dich dort irgendwie anders hinzustellen. Gut. Jetzt versucht der GF da oben. Ja, richtig. Natürlich schön, wenn sie den Leiter rauskriegen. Sowieso das erste Mal, dass ich jemanden sehe, der am 8er Bauwerk einen GF mitnimmt. Muss ich sagen. Ja, auch so, wenn ich jetzt. So schlecht ist er ja nicht. Nö, ich meine, wenn ich jetzt hier so ein paar Livestreams angucke oder so, die fahren eigentlich alle relativ solide U und 54 Light oder ein 1390, ja. GF ist selten. Wozu sind Bauwerkgefechte da, wenn ich zum Testen, ne? Richtig. Tasten sich langsam an. Die Frage ist dann wirklich, wo die Autos da stehen. Da habe ich mich auch gefragt. Die werden sie, denke ich mal, relativ gut verdeckt halten. Dass wenn der Push kommt, dass sie mit ihren Autolodern reinhalten können und den Push aufhalten. Ja. Ich vermute, dass sie hinten irgendwo auf der Autoposition stehen, da in dem Kanal drin, dort bei K6, K7. Weil dort gehen sie eigentlich nicht auf. Aber ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. Ah, da, der erste. Oh, ja, er macht den Light rausgenommen. 54er? Ja. Der GF. Mhm. Die 50-100 rausnehmen, ist das gegnerische Team blind. So, Handicap wird auch schon. Sehr schön. So, jetzt muss der Gegner durchkommen. Was er auch prompt tut. Dann kommt die S3 angeheult. Ja. Ja, nur IS3 fährt ja schon zum Abfangen. Deswegen garantiert die einen letzten Jahr auch in den Cap geschickt. Und jetzt kommt quasi aufgehalten, was geht. Ja, Howie alleine. Zeitgewinn, ja. Schön geblockt. Sauberschuss ins Gärtnerrad, das ist sehr schön. Stillhalten. Müssen sie irgendwie gucken, dass sie hier jetzt noch drauf können. Aber gut, die anderen Heavys von oben kommen hier schon gepusht. Ja. Ach, schon durchgekappt. Das geht aber fix. Ja, Glückwunsch. Glückwunsch, jawohl. Schön gespielt.